Hallo und herzlich willkommen. Immer wieder werden wir gefragt, was denn eigentlich Facilitation ist. Daher spreche ich heute über Facilitation. Der Begriff zeigt sich auch in Facilitating Change oder Facilitator oder Facilitative Leadership. Gleich vorweg, mit Facility Management hat es nichts zu tun. Es kommt aus einem anderen Feld. Aus dem Feld der Prozessberatung und Organisationsentwicklung. Facilitating steht für Erleichtern, Leichtigkeit, Möglichkeit. Im Lateinischen gibt es die Wortwurzel facilis für leicht, ohne Schwierigkeit, ohne Mühsal. Das verrät etwas von den nicht auf den ersten Blick wahrnehmbaren Kräften und Wirkungen. Es geht um Möglichkeiten, die bereits in der Welt sind, die wir entweder zulassen oder finden können. Durch einen Facilitator, der Prozesse begleitet, Menschen vorbereitet und Räume zur Verfügung stellt, in denen kleine Wunder und Momente der Wahrheit, wie wir sagen, wahrscheinlicher werden. Ich finde, jeder Mensch kann Facilitator sein. Jeder von uns hat eine natürliche Begabung, Dinge ins Werden zu bringen. Das kann man auch als ein modernes Druidentum bezeichnen, auch wenn es mit einem Zaubertrank allein nicht getan wäre. Im Kern ist es eine helfende Rolle für die notwendigen Suchbewegungen unserer Zeit. Facilitation ist für uns Kommunikationslotsen, eine Denk- und Lebensschule, ein Handwerk und auch eine Kunst. Denk- und Lebensschule, weil sich nahezu alle Prinzipien, alle Grundannahmen und Werte auf das eigene Leben übertragen lassen. Wir lernen zu hören, zu sprechen, Fragen zu stellen. Wir lernen uns selbst besser kennen. Spannend ist es, dass die Lösungen oft zwischen den Menschen liegen. Im Zwischenraum, da liegt die Magie. Facilitation ist auch ein Handwerk. Dabei geht es um Werkzeuge und Tools für Partizipation und Dialog, also Prozess- und Methodenkompetenz. Das kann man lernen. Und zu guter Letzt ist Facilitation eine Kunst. Die Kunst, zum richtigen Moment das Richtige zu tun. Die beliebteste Form für Facilitation ist der Kreis. Eine Urform des Dialogs und mit hoher Wahrscheinlichkeit der erste soziale Container. Ein Facilitator ist ein Wegbegleiter für Strategieentwicklung, Kultur der Führung und Zusammenarbeit, für strukturelle Erneuerung. Facilitation bringt systemische, agile und selbstorganisierte Ansätze auf den Boden, denn es ist sehr praktisch und es ist für viele der heutigen Methoden ein Fundament. Es gibt Meeting Facilitation, da geht es um die Begleitung von Meetings oder die Entwicklung einer Meetingkultur. Es gibt Großgruppen-Facilitation für wichtige Meilensteinkonferenzen. Und es gibt Change-Facilitation für größere, längerfristige Transformationsprojekte. Facilitation, so sagte neulich ein Kollege und Weggefährte zu mir, fördere die Stimmigkeit, egal was man tut. Das finde ich auch. Für uns stecken in Facilitation tatsächlich viele gute Zutaten. Tatsächlich für eine Art Zaubertrank, wenn man so will, der die besten Seiten eines jeden Menschen zum Vorschein bringen kann, der Klarheit bringt, der Kooperation fördert. Es ist nicht nur organisationstherapeutisch, sondern je nach Anwendungskontext auch gesellschaftstherapeutisch. Harrison Owen, einer der Pioniere und Open Space Urvater, nennt es eine Praxis für den Frieden. Für mich ist dies auch eine ganz erlesene Form der Führung.